kleine Lichtkugel hat uns. Was? Also da seid ihr. Magus! Seht, alles ist im Meer versunken. Vergangen sind das magische Reich des Eifers und alle Träume und Ambitionen seines Volkes. Einst lebte ich dort, aber da war ich jemand anders. Und jetzt könnt ihr mal in Ruhe nachdenken, wer dieser Kerl sein könnte, der dort gelebt hat und er war. Yep, Magus ist Janus. Deswegen hat er sich auch Gedanken um Schala gemacht. Das wird niemals gesagt, aber naja, beziehungsweise nicht wirklich. Ein Dimensionswort, wenn ich mich recht erinnere. Diese Macht ist jenseits menschlicher Kontrolle. Nein, wir werden hineingezogen. Schala! Schala, nein, Janus, bleib weg. Aber, naja, gut, okay, es wird im Prinzip angedeutet. Nee, ich dachte irgendwie, es wird nicht gesagt, oder so, hatte ich mir schon im Kopf. So, da ist er gewesen. Ups, Mecke, es ist ein, oh, ich bin weg, ich bin mal so bei gegen 1000. Kaspar Zeittor, naja, ich gehe ja mal ans Ende der Zeit, glaube ich. Und Balthasar ist dann 2300 gelandet. Ja, und Janus ist 600 gelandet. Also im Prinzip alle Zeiten abgerechnet, die in der Zukunft fliegen und damit was zu tun haben. Ja, und Schala? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Und die blieb auch einfach da. Gut, okay, die ist wahrscheinlich tot. Ja, da ist das. Das ist 1000. Das ist 2300. Und das ist das Ende der Zeit. Das ist... Hey. Ist hier jetzt nichts? Das muss das Zeitende sein. Und Janus ist halt in den Händen von Ozzy gelandet. 600, ne? Wie gesagt, ich habe das alles schon erklärt, aber das hätte man jetzt viel besser machen können. Ah, du warst dieser ungezogene Range. Range? Magus, seit ich durch Lavas Zeittor in der mittleren Ära gestrandet bin, habe ich auf eine Revanche gewartet. Ihr kam dazwischen, als ich Lavas in mein Schloss beschwört hatte. Paradox, dass ich ausgerechnet wieder hier landete, nachdem ich ein weiteres Tor gezogen wurde. Ich kam aus der Zukunft. Meine Kenntnis der Vergangenheit ließ mich der Königin glauben machen, ich sei ein mächtiges Orakel. Aber kein Geschichtsbuch konnte mich auf die hiesigen Ereignisse vorbereiten. Unvorstellbar ist Lavas Macht. Wer sie herausfordert, muss untergehen. In diesem Fall werdet auch ihr einem schrecklichen Schicksal entgegensehen, wie dieser arme Narr Daos. Du wagst es, ihn zu beleidigen? Er ist Geschichte, mein Freund. Wer in dem Feuer spielt, muss verbrennen. Magus, hüte deine Zunge! Ihr wollt mich bekämpfen? Nö. Okay. Dich zu bezwingen bringt weder Cyrus noch Daos zurück. Was ist mit dir? Willst du nicht mit uns reden? Kleiner Spasti. Ja, dann hau rein. Wartet. Ach, das war mir so klar, dass du doch mal was sagen willst. Ich komme mit euch. Verrat! Wisst ihr, es könnte möglich sein, ihn zurückzubringen. Unsinn! Kaspar, der Guru der Zeit, weiß, wie man verlorene oder verrutschte Zeitströme richten kann. Magus. Ja, tatsächlich. Wir haben Magus in unserer Runde, der eine Zeit lang der übelste Böse war. Er ist optional. Ich hätte jetzt nämlich auch entscheiden können, gegen ihn zu kämpfen. Dann wird, also wenn man Frog dabei hat, sonst passiert das nicht, würde man mit Frog alleine gegen Magus kämpfen, könnte ihn besiegen und würde ihn dann halt allerdings auch nicht kriegen. Ich, ehrlich gesagt, lege nicht sonderlich viel Wert auf Magus, weil er keine Double-Techniken und Triple-Techniken mit den anderen zusammen erlernt. Ich glaube, es gibt, okay, es gibt so Items, wie ich einen schon gefunden habe, mit dem sowas freigeschalten wird. Wenn ich mich recht entsinne, er ist Schattenmagier, also, genau. Gut. Hier ist noch was? Nö. Yay. Der Raumzeitkompass ist von Epoch spielt verrückt. Hä? Ach ja, ah, noch eine kleine Zwischenstory. Ja, ja, das kommt ja auch noch. Ja, natürlich sind wir noch lange nicht am Ende. Naja, lange, es ist noch ein bisschen was zu tun. Aber jetzt sind wir etwas, naja, mobiler. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Bom, 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 bom. Geile Musik. Ja, das ist... Dark Omen. Ja, ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Deutschen heißt. Dunkles Omen wahrscheinlich. Es ist enorm. Ich spüre eine ungeheure Menge an spiritueller Energie. Der Seepalast ist aufgestiegen, zumal er sich uns zeigt. Ich hasse ihn. Einer Boot nicht mögen. Boot. Boot. Du Spastenkind. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das dunkle Omen jetzt rumhängt. Auf jeden Fall können wir... Nein, das stimmt nicht. Select. Genau.
Genau, hier sehen wir mal die Karte. Wir können jetzt mal ein bisschen gucken, was hier noch so gibt. Ich weiß nicht, was dunkle oben rumhängt. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal, ja, darf ich? Kurz Sonnendom. Ja, hier ist leider nichts. Okay. Den kennen wir auch aus anderen Zeiten. Was der wohl bedeuten mag, ist natürlich, völlig unbegreiflich. Ja. Gucken wir nochmal, was hier sonst noch zu holen ist. Kannst du mal aufhören zu lecken, du Scheiß? Hör auf zu lecken, du Rotz! So, gucken wir nochmal auf die Karte. Wo ist denn sonst noch was hier irgendwie? Okay, ein bisschen links und hoch ist noch was. Okay, was ist hier? Und das ist auch das Dark Ohm. Höhle. Ach, die Höhle. Ja. Ja, die muss natürlich weiterhin existieren, weil wir da deutlich auch einen Eingang haben aus der Zeit heraus. Ja, wie ihr seht, hier ist eigentlich nichts mehr. Nichts mehr, was von Bedeutung ist. Das Dark Ohm ist natürlich auch noch hier. Düster Ohm heißt das jetzt. Okay. Und wir können natürlich immer noch Zeit reisen. Na, das war der falsche Knopf. Danke. Und jetzt reisen wir erstmal in das Zeitenende, um uns mal einen kleinen Tipp geben zu lassen, was wir jetzt machen können. Volle Kraft voraus, aussteigen. Whee. Ja, dazu ist dieses Treppenende hier da. Und Margot steht hier ein bisschen alleine da. Es ist egal, ob er hier ist. Ob er hier ist oder nicht. Meine Aufmerksamkeit geht anderen Dingen. Geht ihr mit mir? Jo. Jetzt haben wir eine Chance. Ich nehme jetzt zwar trotzdem mal mit. Nein, komm mit. Zack. Und wenn man jetzt den anguckt. Mhm. Er hat schon seine Magie. Schatten. Und er hat auch schon einige Techniken. Gewitter 2, Eis 2, Feuer 2. Und das nächste wäre dunkle Bombe. Er hat alle Magien. Also Level 2 Magien zumindest. Und was geht bei dir? Alter Mann. Hey! Wo ist der gesunde Junge mit dem radikalen Frisur? Alter Mann. Oh. Das sind üble Neuigkeiten. Ich kann euch nur dieses Lied geben. Es heißt Erinnerung an Daos. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Nur der Guru der Zeit kann uns jetzt helfen. Alter Mann, hey, wo wart ihr? Was für eine Geschichte. Und seht euch nur an. Ihr seid Achtung gebietend. Hä? Der Guru der Zeit? Haben von ihm natürlich gehört. Aber was möchtet ihr von ihm? Wir hörten, er möge in der Lage sein, unseren Daos zurückzubringen. Geliebte Menschen zurückholen. Alle möchten das. Daos kann auf Freunde wie euch stolz sein. Ja, sag schon. Ja, dann nicht. Tschüss. Hey! Ja, du hast doch was, ja? Na, sag es. Hier, nimm dies. Ein Ei. Was mag dies sein? Ein Ei? Nennen wir es den Chrono Trigger. Es ist reines Potenzial. Indem es einen bestimmten Ereignisverlauf auslöst, kann es einen großen Einfluss auf die Zeit nehmen. Frag denjenigen, der Epoch gemacht hat, wie er auszuüben, brüten ist. Wie jedes Ei repräsentiert, ist eine Möglichkeit. Entweder etwas schlüpft oder nicht. Aber der Chrono Trigger verleiht euch das Potenzial, euren Freund zurückzubringen. Das Ergebnis wird den Bemühungen eurer Sauter entsprechen. Nicht mehr, nicht weniger. Vergesst das nicht. Solange ihr das in eurem Herzen bewahrt, kann der Tag eurer Träume wahr werden. Ich wette, du bist es nicht. Das kann nur bedeuten, ihr seid der Guru der Zeit, Herr Kaspar. Nehme ich an. Tja, so hat man mich wohl genannt. Vor langer Zeit. Wen juckt's? Okay, ich muss jetzt aber mal meine Teamaufstellung ändern. Ja, er war ein Bruder bei mir, braucht ihr mein Denkvermögen? Eben, ich bin unersetzlich. Okay, wen nehmen wir mit? Male. Ja, die ist mir lieber. Und? Luca oder lieber? Oh, er hat ein höheres Level. Nehmen wir ihn. Ja. Und wieder hergestellt. Gut. Und. Yep, das Zeitei. Und. Achso, ich wollte mal Male eigentlich nur ansprechen, was die so sagt, weil die war ein bisschen heiß auf den. Was sagst du? Ohne Daos sind alle deprimiert. Darf ich euch begleiten? Nein. Also warte ich auf euch. Schade. Daos stark. Noch nicht tot. Eiler Daos finden. Eiler gehen. Hier viel gehen. Eiler wählen, Rock. Ach ja. Entschuldigung, Leute. Ich habe gerade irgendwie einen Müdigkeitsanfall. Keine Ahnung warum. Wo ich eigentlich überhaupt nicht müde bin. Genanfall. Gut.
Dann wollen wir nochmal gucken. Oh, er sieht anders aus wieder, natürlich. Jetzt wollen wir gucken. Specchio, wo? Wo ist der rote Spunky geblieben? Einen seltsamen Fang habt ihr da gemacht. Er ist Schatten und kann mir vielleicht noch was beibringen. Hi, wollt ihr ein bisschen üben? Gut. Ja, Markus ist Magier, ist klar. Der heißt ja auch so. Okay. Uha. Okay, du machst mal Feuer. Und du machst Wasser. Und du machst Eis. Oh Gott, du hast ja noch gar keine weiteren Attacken. Attacken. Flutsch. Ja. Gucken wir nochmal, ob wir Schaden machen können. 344. Und? Okay, wieder Wasser. Und Markus ist das einzige noch übrig geblieben. Und macht mal Eis. Ich glaube, wir haben 600 Schaden gemacht vorher. Ja, genau, kann mir jetzt keiner sagen. Und tot. Okay. Das war nix. Neuer Versuch. Wir probieren es mal mit der Ausrüstung. Todeshelm, okay, Rahmenrüstung. Davon lässt er sich nicht beeindrucken. Ja, das Amulett ist cool. Das ist ein sehr, sehr geiler Gegenstand, der einfach gegen alle Statuseffekte immun macht. Okay. Probieren wir es mal folgendermaßen. Wir nehmen mit ihm die blaue Rüstung. Und mit ihr die Schneerüstung. Ja, und mit ihm die schwarze Rüstung. Ach, haben wir gar nicht. Doch. Okay, dann los. So. Gut. Jetzt wird auf jeden Fall immer einer geheilt. Und wenn wir Glück haben... Ja. Diesmal keiner. Doch, sie. Ja, das bringt nichts, mein Freund. Okay. Wasser. Technik. Eis. Technik. Gewitter. Ist eigentlich scheißegal. Und zack. Ja. Naja. Okay. Okay. Komm, Specki, wir kriegen dich, du Arschloch, du. Gegen Feuer habe ich leider nichts. Schade. Okay. Fock, du machst mal heilen. Technik, du machst Eis und du machst Gewitter. Okay, Markus hat's gekillt. Das ist schlecht, weil der macht den meisten Schaden. Hm. Ach, schade eigentlich. Also ich das sehe, macht auch keine Schattenangriffe. Das ist eh Blödsinn. Und Feuer schon wieder. Feuer ist ungünstig. Ja, das war's. Gut. Machen wir es nochmal anders. Gewonnen. Dann kriegst du stattdessen die... Ach so. Schneerüstung hat sie ja schon. Nein, nehmen wir eine Weste. Nehmen wir die schwere Weste. Die schwarze Weste? Nee, ist Blödsinn. Die Gewitterweste. Okay. Dann machen wir es folgendermaßen, dass er mal heilt. Das kriegen wir schon hin. Wir werden uns eine Taktik überlegen. Ah, sehr praktisch. Heilt im meisten. Also zwei von den Jungs zumindest. Okay, Technik. Heilen. Dann machst du Eis und du machst Gewitter. Okay. Ja, gut. Läuft doch die Geschichte hier. Ja, ja, Specki und ich kriegen wieder zu Schwein. Komm. Eigentlich irgendwie ziemlich scheiße hier, was hier gerade abläuft. Aber
Das könnte klappen so. Ja, perfekt. Fantastisch. Oha. Das war knapp. Du brauchst einen Kraft 2 und ihr beide macht Attacken. Ja, Eis ist okay, passt schon. Kriegen wir überlebt. Ja, yep, und Attacke. Nicht Attacke, sondern Heilung. Gewitter war eine gute Wahl für diesen Kampf. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann überleben wir das. Und werden ihn auch töten. Also nicht töten, sondern besiegen. So viel kann er nicht ab. Muss nur lange genug überleben, also sollte eigentlich machbar sein. Technik. Heilen auf alle. Weil ich nicht weiß, ob er vielleicht Feuer macht. Ne, okay, er macht Eis, okay. Nicht schlecht. Das heilt ihn allerdings, das ist sehr, sehr praktisch. Ja, mit diesen Westen kann man auf jeden Fall sich ziemlich, stark machen. Okay. Eis. Okay, ich werde auch gleich die Aufnahme unterbrechen, irgendwie, wenn ich hier rumgehe oder so. Ist auch scheiße, das wäre dann langweilig. Und Heilung. Und Eis und Gewitter. Ja. Komm, Specchio. Stirb. Komm. Komm schon, mein Kleiner, stirb. Wie viel scheiß Schaden nimmst du? Komm, jetzt muss aber eigentlich drauf gehen. Na? Immer noch nicht. Feuer? Nein, okay, Blitz auf ihn, halt nur. Kein Schaden, wundervolle Sache. In dem Fall brauche ich auch nicht das machen, dann kann ich auch Wasser 2 nehmen. Du machst Eis und du machst Gewitter 2. Können wir den Schaden machen? Mann, auf zu gehen, du Spaß jetzt. Wir müssen spielen. Meine Fresse. Ja, wieder 316 und du machst wieder irgendwas mit 600. War es jetzt eigentlich gut, was ich jetzt hier benutze? Okay, er hat jetzt Scheiße gebaut. Naja, was der Scheiß gebaut, aber ist halt ungünstig. Ja, 600 ist gut. Oh, wir haben gewonnen. Alles klar. Doppeltechnik, Eiswasser lernt mit den beiden zusammen da. Und du hast... Grrr. Das hat ihr vielleicht genervt. Warum? Macht das nicht zur Gewohnheit. Hier für euch. Speckius Gesundheitsmühle, eine Magiepille und 5 Ether voll. Okay. Ich bin der Meister des Krieges. Puh. Manchmal jagst du selber Angst ein. Ja, geht so. Ja, okay. Dann machen wir jetzt hier mal eine Unterbrechung. Und spielen dann weiter, wenn wir uns, mit dem Kollegen Balthasar unterhalten wieder. Ja, bis dann.